Theodor Michael, genauer Theodor Bonja Michael, und bin in dieser Ausstellung hier ein paar Mal dargestellt worden und habe auch Unterlagen bereitgestellt für diese Ausstellung. Und auch meine Schwester Juliane und James Bonja Michael sind hier ebenfalls dokumentiert. Ich habe die Ausstellung leider erst im Dezember sehen können, aus terminlichen Gründen. Und meine Kritik richtet sich noch immer vor allem, weil die Dinge nicht konzeptionell dargestellt wurden, wie sie meiner Ansicht nach, ohne dass meine Ansicht hätten dargestellt werden müssen. Zum Beispiel der Titel, gegen den ich überhaupt nichts habe. Der Titel ist in Ordnung, denn er passt in den geschichtlichen Rahmen der Nazi-Zeit. Nur hätte dargestellt werden müssen, weshalb er so geworden ist und wo dieses besondere Kennzeichen Neger überhaupt steht. Und es stand, soviel ich weiß, in den meisten Pässen der Afrodeutschen und ist heute wird er als diskriminierend aufgefasst, damals gar nicht so sehr. Und deshalb stört mich der Titel überhaupt nicht. Mich stört allerdings, dass die Nazizeit und die Gesetze, die Nazis geschaffen haben, gegen die Schwarzen, dass das nicht ausreichend genug dargestellt worden ist. Du hast ja auch eine ganz konkrete Frage gestellt. Kannst du die nochmal kurz wiederholen? Die Frage, die du an Dr. Martin hattest, die er dann auch eigentlich überhaupt nicht beantwortet hat. Ich glaube, er konnte sie gar nicht beantworten, weil ich sie ihm gleich am Anfang, nachdem ich die Ausstellung gesehen habe, schon vorgestellt hatte, am Telefon nämlich. Und es geht darum, dass das hätte dargestellt werden müssen, den Zusammenhang zwischen dem sozialen Leben der Schwarzen, der Gesetzgebung, und den Folgen daraus. Ich möchte bloß ein ganz kleines Beispiel zitieren, nämlich die Ausschließung von Afrodeutschen von weiterbildenden Schulen, von Universitäten überhaupt nicht zu reden, das war gar nicht drin. Nur, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, bloß das hatte natürlich Auswirkungen auf das weitere Leben der Überlebenden aus der Zeit. Clarence Luzanne hat mir ein interessantes Detail von seiner Forschung erzählt, und zwar hat er gesagt, dass er Quellenangaben zufolge Informationen hat, dass Du Bois 1936 für 5 Monate während der Nazizeit nochmal in Berlin war und dort als sozusagen als Wissenschaftler recherchiert hat. Hast du davon was mitgekriegt? Ich weiß, dass auch dass Du Bois während der Nazizeit, aber es handelt sich hier um die Anfangsjahre der Nazizeit, in Berlin recherchiert hat. Er hat ja auch hier studiert und Du Bois sprach Deutsch. Du Bois, die Auswirkungen der Nazi-Gesetzgebung hatte natürlich keinen Einfluss auf Du Bois Studium in Deutschland, weil Du Bois war Amerikaner und insofern sowieso schon von vornherein tabu. Außerdem wäre Du Bois während dieser Anfangszeit, in der Nazizeit, nicht als Schwarzer klarifiziert worden, sondern er war Amerikaner und stand damals völlig außerhalb der